NDR Kultur. Sonntagsstudio. Heute das 64. Herrenhäuser Gespräch. Ulrich Kühn diskutierte mit seinen Gästen über das Thema »Wenn das Leben Schmerz ist – Gedanken über selbstbestimmtes Sterben«. Sie hören die Aufzeichnung einer Veranstaltung vom 8. Oktober im Schloss Herrenhausen in Hannover. Was, wenn am Ende eines Lebens, das vielleicht aufs Ganze betrachtet, rund, schön, gelungen ist, sich bittere Fragen stellen, weil ich fürchten muss, dass dieses Leben ganz am Ende noch entgleist. Nicht, weil ich mich gegen die Einsicht stemme, dass ich sterben muss, das weiß ich ja, sondern weil dieses Sterben sich quälend gestaltet, sehr einsam wird vielleicht, weil ihm ein Leiden vorausgeht, so eindringend und beherrschend, dass es den Blick aufs gute Ganze zu verstellen droht. Was, wenn die Verzweiflung überwiegt, wenn keine Rede mehr ist von Lebensqualität, wenn der Sinn dieses Weiterlebens zutiefst in Frage steht? Was, wenn ich mich dann frage, will ich denn, dass dieses mein Leben mit allen Mitteln weiter gedehnt wird? Und wenn der Wunsch sich regt, ich möchte doch lieber gehen und ich würde dabei gern Hilfe haben. Ich habe selbstbestimmt gelebt, soweit sich das sagen lässt über ein Leben, so vielleicht der Gedanke. Warum soll ich mir am Ende diese Autonomie entwinden lassen? Durch eine Krankheit, die mich quält, durch das Gefühl, dass mir meine Würde genommen ist. In diesem Zusammenhang geht es dann um das Thema assistierter Suizid, das ethische Fragen aufwirft, juristische, medizinische. Und es geht zugleich um die noch viel größere Frage, was ein gutes Sterben sein könnte. Konkret am assistierten Suizid hat sich ja immer wieder der Streit entzündet, oft unter der Überschrift Sterbehilfe, die da ein bisschen missverständlich ist. Im Februar hat das Bundesverfassungsgericht nun knapp vor den Verwerfungen, die im Zug der Corona-Krise auch das Thema Sterben erfasst haben, eine Entscheidung getroffen. Paragraph 217 des Strafgesetzbuches hatte die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung verboten, unter Strafe gestellt. Dadurch war die Suizidbegleitung in Deutschland erschwert, manche sagen fast unmöglich. Dieses Gesetz sei verfassungswidrig, sagte das Bundesverfassungsgericht, weil, Zitat aus der Begründung, die getroffene Entscheidung des Einzelnen seinem Leben entsprechend, seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren ist. Und wir nehmen dieses Urteil unsererseits zum Ausgangspunkt für dieses 64. Herrenhäuser Gespräch, Austausch wichtiger Gedanken, wenn das Leben Schmerz ist über das selbstbestimmte Sterben. So haben wir es genannt. Meine Gäste, Dr. Petra Bahr, ich beginne natürlich mit der Dame inmitten, ist Regionalbischöfin des Sprengels Hannover, der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und gehört dem Deutschen Ethikrat an. Medizinethische Fragen, die vom Anfang und vom Ende des Lebens handeln, gehören ebenso zu Ihren bevorzugten Themen wie die Rechtsethik. Herzlich willkommen, Frau Bahr. Simpel und gerade raus gefragt, wie stehen Sie als Theologin zu diesem Urteil, dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Als Pastorin habe ich zwei Perspektiven auf das Ganze. Das eine ist die der Seelsorgerin, der immer wieder Sterbewünsche begegnen. Das sind Menschen, die schwer leiden, oft gar nicht unter körperlichen, sondern unter seelischen Schmerzen. Das ist aber auch die 96-jährige Hochbetagte, deren letzte Bekannte verstorben ist und die nicht nur den Lebensmut verloren hat, sondern die sich lebenssatt fühlt. Und da kann man nicht einfach schnell irgendwas floskelhaft entgegnen. Und auf der anderen Seite die ethische Perspektive, die sich fragt, was heißt das für das Ganze unserer Gesellschaft? Was bedeutet es eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung immer wieder sehr pathetisch von autonomer Selbstbestimmung spricht? Was heißt das eigentlich? Und was heißt es möglicherweise auch nicht? Und in meiner christlichen Tradition ist jede Selbstbestimmung immer eine, die in Beziehung lebt. Darüber werden wir ja vielleicht später auch noch mal reden, was das dann heißen kann. Eine pastorale Perspektive und eine ethische Perspektive, die nicht so ohne weiteres zur Deckung zu bringen sind. Ist das nicht ein konfliktträchtiges inneres Mit- und Gegeneinander, dem Sie da ausgesetzt sind? Ja, als Seelsorgerin bewege ich mich immer in Graubereichen des Lebens, wo es um individuelle Existenzen geht.
und wo nicht alles restlos moralisch und rechtlich aufgeklärt werden kann. Aber als Ethikerin muss ich fragen, was ist die leitende Norm bei all den Randphänomenen, die wir in den Endphasen eines Lebens, übrigens auch in den Anfangsphasen eines Lebens, beschreiben oder auch nicht beschreiben können. Was bleibt uns entzogen? Und es gibt in der christlichen Tradition durchaus auch tiefe Auseinandersetzungen um die Frage, was ein würdiges Sterben ist. Das mit dem guten Sterben würde ich auch schon etwas befragen, denn der Tod ist für uns alle die schlimmste Kränkung und das bleibt es auch. Deswegen bin ich vorsichtig bei der Rede vom schönen Sterben und auch beim guten Sterben hätte ich so meine Fragen. Aber was ein würdiges Sterben ist. Und es gibt die lange Tradition etwa des Sterbefastens. Es ist durchaus nicht so, dass in der christlichen Tradition Menschen im Grunde das Leben nehmen müssen, wie es kommt. Sondern dieser Moment der Selbstbestimmung im Gespräch, auch mit den anderen, mit denen man in Beziehung ist. Und das Dritte, ich finde, man darf diese Spannungen, auch diese inneren Spannungen gar nicht leugnen, die man austragen muss, wenn man etwa Angehörige hat, die einen Sterbewunsch äußern und möglicherweise ein halbes Jahr später diesen Sterbewunsch auch revidieren und dann an anderer Stelle wiederholen. Ich glaube nur, dass wir gesamtgesellschaftlich mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil und seinen Begründungen an einer Schwelle stehen, weil es lange so war, dass Suizid in jeglicher Form, auch der assistierte Suizid, Todsünde war. Dann war es pathologisiert, dann war es ein Phänomen von deformiertem hochtechnologischen Krankenhausapparat oder einem Unwillen, sich mit dem Geschenk des Lebens zu befassen. Und jetzt stellen wir den Begriff der Selbstbestimmung in den Mittelpunkt. Und es ist überhaupt nicht ausgemacht, glaube ich, in welche Richtung diese Debatte jetzt geht. Aber wir sehen in anderen europäischen Ländern, die diese Debatte schon hinter sich haben, mit welchen Konsequenzen man zu leben hat, wenn man diese Art der Urteilsbegründung aus Karlsruhe zur Grundlage des normativen Umgangs mit assistiertem Suizid nimmt. Die erste Frage, was machen wir mit Kindern und Jugendlichen? Wie gehen wir um mit Menschen, die psychisch krank sind? Und drittens, wie gehen wir um mit Sterbewünschen, die sich ja auch verändern, wie wir wissen mittlerweile. Auch nach sehr harten Krankheitsdiagnosen ist der Wunsch zu sterben möglicherweise nach 6 Monaten anders als nach 2 Wochen. Und welche Formen von Karenzen, aber auch Begleitung entwickeln wir eigentlich miteinander, damit die Würde, von der wir reden, dann auch wirklich die Würde ist, die auch für die ganz Schwachen gilt und vor allem die, die überhaupt nicht selbstbestimmt artikuliert sagen können, was sie eigentlich möchten. Mein Eindruck ist, dass wir 2 Begriffe mit Sicherheit des Öfteren aufgreifen werden, diskutieren werden, nach dem, was Sie gesagt haben, den der Würde zum einen, den der Autonomie, der Selbstbestimmung zum anderen. Professor Dr. Gunnar Duttke, von Ihnen aus gesehen, links von Frau Bahr sitzend, ist Rechtswissenschaftler. Er hat den Lehrstuhl für strafrechtliches Medizin und Biorecht an der Georg-August-Universität in Göttingen inne. Da spielt unter anderem, so habe ich gelesen, die Problematik des ärztlichen Heileingriffs eine wichtige Rolle als Brücke zu medizinrechtlichen und bioethischen Fragen. Und das wiederum hat ja mit medizinischen Möglichkeiten und ihren Grenzen zu tun, also auch mit dem Thema des assistierten Suizids möglicherweise, das uns heute beschäftigt. Herzlich willkommen zunächst mal jedenfalls Gunnar Duttke. Sie haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in einem Interview kurz danach ein Zeichen des Aufbruchs genannt. Das klingt ein bisschen anders als die etwas skeptischer getönte Einschätzung von Frau Bahr, scheint mir. Welchen Aufbruch ermöglicht sie denn? Wohin soll die Reise gehen? Vielen Dank zunächst für die sehr freundliche Einführung. Ich glaube, man darf eines zunächst einmal nicht übersehen und sollte es an den Anfang stellen. Das Bundesverfassungsgericht ist erstens kein Ersatzgesetzgeber. Und zweitens gab es einen ganz dezidierten Prozessgegenstand. Und der Prozessgegenstand war eine Strafvorschrift. Die Frage, die das Bundesverfassungsgericht also ausschließlich zu beantworten hatte, ist der Gesetzgeber mit der unmittelbaren demokratischen Legitimation berechtigt, Geschehnisse, die wir als Unterstützungshandlung im Hinblick auf ein beabsichtigtes, vorzeitiges zu Ende bringen der eigenen Lebensperspektive begreifen müssen. Ist das, und wenn ja, unter welchen Umständen sogar so strafwürdig, dass wir es mit Kriminalstrafe androhen und im Falle des Falles auch sanktionieren, auch vollstrecken?
Vor diesem Hintergrund ist, glaube ich, an dieser Stelle wichtig, dass man die strafrechtliche Perspektive, ich bin ja nicht nur Medizin, sondern auch Strafrechtslehrer, nicht übersieht. Und nicht ohne Grund hatte sich die Mehrheit meiner Science-Community 2015 eine Resolution dezidiert gegen den seinerzeit noch nicht verabschiedeten 217 StGB ausgesprochen. Warum? Das Strafrecht, die Strafrechtswissenschaft besser gesagt, ist tendenziell kritisch, fortlaufend als unanständig, als irgendwie unerwünscht angesehenes Verhalten durch die Rechtspolitik mit dem Signum der Strafe etikettiert zu sehen. Wir sehen also seit Jahrzehnten einen Gesetzgeber, der fortlaufend Strafbarkeiten schafft, Strafrecht erweitert, ohne in allen Fällen jeweils die Frage, die eigentlich zentrale Frage zu beantworten, was ist das besonders strafwürdige Unrecht an diesem Geschehen? Das heißt, aus der strafrechtlichen Perspektive wird Strafrecht missbraucht, wird letztlich instrumentalisiert für letztlich ordnungsrechtliche, polizeirechtliche oder eben moralisierende Vorstellungen. Das heißt, wir müssen konzidieren, wir haben unterschiedliche Normenordnungen. Das Recht hat, anders als vielleicht manche ethische Theorie oder Vorstellung und vielleicht auch anders als eine bestimmte religiöse Annahme oder ein Weltbild, nicht den Anspruch, alles im Detail aufzulösen. Das Recht hat schlicht den Anspruch, einen äußeren Ordnungsrahmen zu setzen. Der Ordnungsrahmen des Strafrechts lautet aber, bestimmte Verhaltensweisen sind so sehr sozialwidrig, dass sie Kriminalstrafe verdienen. Und was ist nun das Strafwürdige, wenn Personen oder Organisationen Suizidwilligen dazu verhelfen, dass diese ihrem eigenen Wunsche zum Erfolge führen? Wenn wir davon ausgehen würden, dass es keinen frei verantwortlichen Suizid gäbe, jetzt sind wir bei einer ganz zentralen Fragestellung, wann handelt es sich um einen frei verantwortlichen Suizid? Aber wenn wir davon ausgehen, es gibt's gar nicht, ein frei verantwortlicher Suizid ist sozusagen eine Fata Morgana, dann ist klar, dass es sozusagen gesamtgesellschaftlich die notwendige Folge ein fürsorglicher Hilfsappell nur noch geben könnte. Wenn wir aber konzidieren, dass es auch die Möglichkeit geben könnte, wenn vielleicht auch nur in Ausnahmefällen, dass Menschen sich durchaus reflektiert, wohl erwogen, ernstlich durchdacht, aus ganz bestimmten subjektiv-rationalen Gründen dazu durchringen, nicht mehr unter bestimmten Voraussetzungen weiterleben zu wollen und auch die Angebote, die es gibt, nicht in Anspruch nehmen wollen, dann würde das die Perspektive stark machen, dass das dann ein Akt der Freiheit ist. Und nur für dieses Szenario, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, müssen wir dann auch die Schlussfolgerung ziehen, im Falle eines frei verantwortlichen Suizids gibt es kein Recht mehr, der Kirche nicht, der Gesellschaft nicht, des Staates nicht oder auch der Angehörigen nicht, ein Recht, Menschen zum Weiterleben zu zwingen. Also aufklärungsphilosophisch, der Mensch ist sich selber sein Eigentum, ist aber nicht das Eigentum anderer, der Gesellschaft, des Staates oder wem auch sonst. Das heißt, kurz nachgefragt, das Bundesverfassungsgericht hat aus Ihrer Sicht Recht daran getan, wenn es, wie Frau Bahr gesagt hat, doch sehr dezidiert wiederholt auf Autonomie und Selbstbestimmung beharrt hat in diesem Zusammenhang, als einer Fundamentalkategorie unserer freien Selbstentfaltung in dieser demokratischen Gesellschaft. Ist das ungefähr richtig verstanden? Danke übrigens für die kleine proseminaristische Vorlesung, die Sie uns eben gehalten haben. Dann will ich versuchen, das nicht in diesem Stile fortzusetzen. Ich nehme das als Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, das ist richtig. Und vor dem Hintergrund, dass Suizidenten nicht per se eine ganz andere Kategorie von Menschen sind als die sogenannten Normalpatienten. Das war die übliche frühere Unterscheidung. Es gibt hier eine von vornherein kategorische Trennung. Es gibt die Normalpatienten, bei denen wir schon seit langem ein erstarkendes Selbstbestimmungsrecht begrüßt haben allgemein. Das hat zur Entwicklung etwa der Patientenverfügung geführt. Und dann gab es die Suizidpatienten, da hatten wir schon, vielleicht früher, die hatten manche die Idee, das ist per se verwerflich, nur ein Verbrechen gegen die Gemeinschaft, sich vorzeitig aus dem Staube zu machen oder sonst etwas. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wäre die Alternativstrategie zu sagen, Suizidpatienten oder Suizidenten allgemein sind per se nicht in der Lage, überhaupt sich frei und reflektiert dazu zu stellen und eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist old school.
Jedenfalls, wenn man es für die Gesamtklientel flächendeckend zu 100% ansieht. Und das ist die Basis sozusagen des bundesverfassungsgerichtlichen Urteils, das natürlich fußt auf der Basis nur für die Personen und für die Fälle, in denen ein solcher freiverantwortlicher Suizid überhaupt in Rede steht. Nicht für die Kleinkinder, für die hochgradig psychiatrisch und so weiter. Dafür, da ist sozusagen die Basis gar nicht vorhanden. Und deswegen müssen wir differenzieren. Und als auch, sagen wir mal, rechtsphilosophisch Interessierter, aber auch eine Venia dafür, würde ich sagen, das ist auch notwendig zu differenzieren. Es ist kein angemessenes Recht und schon gar keine angemessene Entscheidung, mit dem Schwert des Strafrechts zu agieren, wenn wir sozusagen flächendeckend hier tabuisieren. Tabuisieren, also das Mittel des Strafrechts, ist denkbar schlecht, um offene Gespräche zu fördern, um beraten zu können, um gute Kommunikation zu führen. Dann sollten Sie gerade das Strafrecht zurücknehmen. Ich springe mal in meine nächste Nähe, soweit das unter den gegebenen Bedingungen eben möglich ist mit der nächsten Nähe. Dort sitzt nämlich Professor Dr. 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 H.C. Eckart Nagel, ich hoffe es war komplett, in Hannover zur Welt gekommen, was ihn aber nicht daran gehindert hat, trotzdem in Bayreuth oder Bayreuth zu arbeiten, als geschäftsführender Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität dort. Von 2008 bis 2016 war er Mitglied des Deutschen Ethikrats. In dieser Zeit hat der Ethikrat beispielsweise, 2014 war das, eine Ad-hoc-Empfehlung zur Regelung der Suizidbeihilfe formuliert. Da ging es um Selbst- und Fremdverständnis des ärztlichen Berufs, um dort sogenannte Sterbehilfeorganisationen und mögliche Regelungsmodelle. Das Thema war schon lange da, das ist ganz klar. Sie erinnern sich vielleicht auch an den ehemaligen Hamburger Justizsenator Roger Kusch und die juristisch komplizierten und heftigen Debatten um seinen Verein Dr. Roger Kusch Sterbehilfe e.V. erwähne ich deswegen, weil seit Ende 2008, also in dem Jahr, als Eckart Nagel Mitglied des Ethikrats wurde, die sogenannte Sterbebegleitung auf der Website von Herrn Kusch angeboten wurde und als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt war. Herzlich willkommen zunächst mal, Eckart Nagel. Wenn man sich jetzt nach diesem Verfassungsgerichtsurteil fast motivunabhängig, sagen einige, beim Sterben helfen lassen können soll, wenn das sozusagen die Perspektive dieses Urteils ist, allein durchs Pochen auf das Selbstbestimmungsrecht, über das wir jetzt schon ein bisschen was gehört haben. Ist das in Ihrem Sinn? Ja, ich vertrete ja auf diesem Podium die Medizin. Also wir haben jetzt sozusagen die Theologie und die Jurisprudenz gehört. Und von meiner Warte aus als Chirurg würde ich mal sagen, gibt es eine ganz andere Wahrnehmung natürlich der Frage der Selbsttötung. Wir haben jetzt verschiedene Aspekte gesehen. Sie haben darauf hingewiesen, das Thema ist lange in der Welt. Das Thema ist wahrscheinlich so lange in der Welt, wie es Menschen gibt. Also es ist jetzt nichts, was unsere Gesellschaft besonders charakterisiert. Und Petra Bahr hat schon deutlich gemacht, dass es eine starke Veränderung, auch eine kulturelle Veränderung im Umgang mit der Frage des Selbst aus dem Leben Scheidens gibt. Ich als naturwissenschaftlich orientierter Mediziner würde eine Formulierung erstmal in den Raum stellen, dass ein Suizid unnatürlich ist. Es gibt aus der biologischen Perspektive heraus keinen guten Grund, warum ein lebensfähiges Leben sich selbst töten soll. Es gibt auch keine Tierart, die sozusagen hier ein besonderes Vorbild wäre. Und auch im menschlichen Dasein gibt es keine wirklich nachvollziehbaren Gründe, außer einer schweren Erkrankung. Und, du hast es vorhin gesagt, die Situation, dass man sich vielleicht zum Sterben niederlegt, das fastet, weil man sterben will und sich entscheidet. Ich kann aus der eigenen Perspektive sagen, mein Vater im Alter von 95 Jahren hat sich entschieden zu sterben und es hat 4 Wochen gedauert, bis er gestorben ist und ich könnte es Ihnen biologisch nicht erklären. Und er selbst war noch nicht mal sich ganz im Klaren darüber, was er für eine Entscheidung getroffen hat, bis es dann tatsächlich doch mehr als deutlich wurde. So, dass man erstmal davon ausgehen kann, dass Leben, was leben kann, auch leben will. Das wird jetzt alle psychologisch orientierten oder in anderen Kontexten orientierten Menschen irritieren, weil wir jeder von uns Menschen kennt, die nicht leben wollen. Ich begleite gerade eine 88-jährige Tante, die eine Oberschenkelhalsfraktur vor einigen Wochen hatte, jetzt alleine relativ schwer zu besuchen, in einem kleinen Krankenhaus liegt und die Perspektive dieser sich bis zu diesem Zeitpunkt selbst versorgenden Frau ist die Einweisung in ein Pflegeheim. Und die Konsequenz ist selbstverständlich in dieser Situation, dass etwas verloren geht, was unabdingbar notwendig erschien für ihr persönliches Leben, nämlich die Selbstversorgung. Und
die Reaktion lautet auch, ich möchte nicht mehr leben. Und in den Gesprächen, die wir führen, muss man natürlich nur mal rausbekommen, weil ich ja vorher gesagt habe, es ist eigentlich keine natürliche Reaktion. Was heißt das eigentlich, ich möchte nicht mehr leben? Ist das ein Suizidwunsch? Ist es sozusagen ein Bekenntnis dazu, dass man jetzt selbstbestimmt aus dem Leben scheiden will? Meine Tante ist nicht mehr selbstbestimmt, das ist das Problem. Sie kann in dieser Situation eben sich nicht mehr selbst bestimmen und dementsprechend hat sie Lebensarmut und Todessehnsucht, so würde man es vielleicht formulieren können. Und die Frage wird sich entscheiden, und sie wird es entscheiden, inwieweit sie im sozialen Kontext unserer Familie sich am Ende des Tages vielleicht doch entscheidet, zu jemandem zu gehen, von den Cousinen und Cousins, die sie aufnehmen wollen und pflegen wollen, und sie das für sich dann auch akzeptieren kann, gepflegt werden zu müssen. Das ist die Situation, in der sie sich befindet. Und in so einer Situation zu formulieren, es muss aber auch ein Recht geben, dass ich jetzt selbstbestimmt aus dem Leben scheiden kann, das kann ich durchaus unterschreiben. Was ich nicht unterschreiben kann, ist Andreas Voskuhles Formulierung, das müsse der Staat zur Verfügung stellen und ein entsprechendes Angebot machen. Und am Ende womöglich noch müssten wir als Ärztinnen und Ärzte dieses Angebot machen. Das kann ich überhaupt nicht mittragen. Und dementsprechend gibt es sicher unterschiedliche Sichtweisen dazu, hier auf dem Podium, inwieweit dieses Verfassungsgerichtsurteil zu werten ist. Wenn Sie den Begriff des Natürlichen und des Unnatürlichen eingeführt haben, dann wäre meine spontane Überlegungsreaktion darauf, dass es ungeheuer schwer sein dürfte, hier zu einer Grenzziehung zu kommen. Sie haben jetzt eine 88-jährige Tante mit einer Oberschenkelhalsfraktur. Es könnte auch eine 75-jährige Verwandte da sein, die möglicherweise gar nicht eine so stark lebenseinschränkende Verletzung erlitten hat und trotzdem diese Lebensarmut und diese Todessehnsucht, von der Sie eben sprachen, verspürte. Würden Sie das in gleicher Weise dann akzeptieren? Es kommt ja immer darauf an, wie man damit umgeht. Und selbstverständlich kenne ich auch junge Menschen. Ich bin ja besonders in der Betreuung auch von transplantierten Kindern und Jugendlichen aktiv. Ich kenne auch junge Menschen, die aufgrund der Möglichkeit der Realisierung oder der eingeschränkten Möglichkeit der Realisierung ihres Lebens keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Und wahrscheinlich jeder, der hier sitzt und selber Kinder hat, wird vielleicht irgendwann mal mit denen zusammengesessen haben und genau diese Sinnlosigkeit in der Pubertät spätestens erlebt haben. Transplantierte Kinder reagieren sogar gegen das transplantierte Organ im Alter von 14 oder 16 Jahren, weil sie keinen Lebensmut mehr haben. Also das ist alles sozusagen Teil und auch zu akzeptieren, dass es im Leben so kommen kann. Die Frage ist immer nur, was ergibt sich daraus? Was sind sozusagen die Schlussfolgerungen? Ich will jetzt nicht ins Anekdotische abgleiten, aber ich zitiere jetzt nochmal meinen 93-jährigen Onkel. Ich habe also, wie Sie sehen, eine große Familie. Hochbetagt offensichtlich hochbetagt, im Wesentlichen. Ja, auch hochbetagt, ja. Genau. Der mich anrief, das ist jetzt schon 10 Jahre her, der mich anrief und sagt, Eckart, wir haben dich was Ordentliches lernen lassen, so. Wir haben dich was Ordentliches lernen lassen und du musst jetzt kommen und mir beim Sterben helfen. So. Er hatte ein glückliches Leben, mehrere große Operationen gut überstanden, war jetzt aber eben in der Pflegebedürftigkeit. Und das war für ihn eine Situation, auch insbesondere im Hinblick auf die Belastung der anderen Menschen. Deswegen das soziale Wesen ist ja immer hier ein ganz besonders zu betrachtendes. Wie verhält sich meine Todessehnsucht im Hinblick auf, ich möchte niemandem zur Last fallen, spielt eine große Rolle, wenn wir vielleicht später nochmal über die Frage, wer wirklich aus dem Leben scheiden will, sprechen. So, und ich bin hingegangen, habe lange mit ihm diskutiert, habe nicht die Tablette mitgebracht, auf die er gehofft hat, und habe dann gesagt, aber du kannst selbstverständlich selbstbestimmt sterben. Du nimmst 7 Medikamente und du stellst dir den Wecker, dass du das ja genau auf die Minute 3-mal am Tag, auch nochmal abends um 22 Uhr, tust. Alle diese Medikamente dienen der Unterstützung deiner Herzfunktion. Und ich könnte dir 2 von diesen Medikamenten nennen, dass, wenn du sie weglässt, relativ mit großer Sicherheit es so sein dürfte, dass du innerhalb der nächsten 3-4 Wochen eine so marginale Herzfunktion hast, dass du nicht mehr leben wirst. Und ich garantiere dir auch, dass ich dann dabei sein werde und kontrolliere, dass da nichts passiert, was dir unter Umständen Schmerzen, Atemnot oder andere Dinge, vor denen man Angst haben darf und muss, widerfahren. Also entscheide dich, wenn du tatsächlich aus dem Leben gehen möchtest,
dann bist du selbstbestimmt, indem du diese ärztlichen Verordnungen nicht mehr befolgst. Er hat noch 2 Jahre gelebt und hat die Tabletten und den Wecker weitergestellt. Und es gab durchaus immer wieder interessante Kommunikation über ein Konzert, was er gehört hat, über ein Matjesbrötchen, was schön war. Also sozusagen die Bandbreite der Lebenserfahrung ändern sich dann natürlich. Und deswegen komme ich nochmal zu dem Begriff, den ich eingeführt habe, unnatürlich. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass man in bestimmten Situationen und gerade auch im Älterwerden eine Bilanz zieht, eine Frage sich stellt. Und das gilt eben nicht nur für älter werdende Menschen, sondern das gilt auch für junge Menschen. Und aus dieser Bilanz heraus die Situation für sich ableitet, dass das Leben keinen Sinn mehr macht. Und da sind wir noch nicht bei den Ängsten und bei den psychiatrischen Kontexten, in denen man selbstverständlich, und psychiatrisch ist da ein weites Feld, auch in einer Gesellschaft zu leben, deren Sprache man nicht versteht, in einer Gesellschaft zu leben, deren Kultur man nicht kennt, Flüchtlingserfahrungen gemacht zu haben und so weiter, sind alles in Anführungsstrichen ICD-Ziffern, also psychiatrische Diagnosen, die selbstverständlich an den Lebensmut gehen. Aber die Frage ist ja, ob eine Gesellschaft daraus die Schlussfolgerung zieht, gut, Selbstbestimmung bedeutet, du kannst jetzt auch aus dem Leben schneiden, oder alle Energie aufwendet, um zu sagen, gerade wenn jemand in eine solche Notsituation gerät, dann ist es, und diese Pflicht haben wir ja, eine Hilfspflicht, Menschen zu unterstützen, aus der Situation wieder herauszukommen. So, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir auch Professor Dr. Dr. H.C. Dieter Birnbacher ins Gespräch einbeziehen. Er hat nämlich auch was Anständiges gelernt, nur ganz anders. Er ist Philosoph, lehrte nach der Habilitation einige Jahre als Professor an der Uni Dortmund, seit 1996 dann an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, von wo er heute auch zu uns gekommen ist. Immer wieder hat er sich mit ethischen und anthropologischen Grundsatzfragen der modernen Medizin befasst, auch mit Anwendungsproblemen, die daraus resultieren. Der medizinische Fortschritt entwickelt sich ja rasant, immer mehr ist möglich. Das betrifft zum Beispiel die Organtransplantation, die Reproduktionsmedizin, auch die Sterbehilfe nun weitergefasst, jede Art von Eingriff, wenn man so will, in die menschliche Natur mit ihren dehnbaren Grenzen. Da begegnen wir wieder diesem Begriff. Ganz herzlich willkommen, Herr Birnbacher. Aus Ihrer Perspektive, Eckhard Nagel hat es ja eben schon gesagt, das Thema begleitet uns vielleicht schon so lange, wie es Menschen gibt. Und das hat in der Philosophiegeschichte auch immer wieder eine Rolle gespielt. Seneca beispielsweise und andere. Aus Ihrer Perspektive, begrüßen Sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Ja, ich begrüße Sie ausgesprochen, weil damit ich würde hier den Worten von Herrn Duttke folgen, eine Schwelle markiert wird, ein Übergang. Denn ich sehe dieses Urteil im Kontext von 2 gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Einerseits eine Anerkennung des Pluralismus, des unaufhebbaren Pluralismus in der Gestaltung der eigenen Lebensgeschichte. Dieser Pluralismus ist ja noch gar nicht so alt. Wir gingen lange Zeit bis in die Generation meiner Eltern gewissermaßen davon auf, dass es verbindliche Muster gibt, denen wir in unserer Lebensgeschichte folgen. Das ist aber längst nicht mehr der Fall. Das kommt auch durch die kulturelle Durchmischung zusammen, aber auch durch die Vielfalt der Einflüsse, denen wir unterliegen. Die christlichen Kirchen haben nicht mehr, wie noch in meiner Kindheit, die Verbindlichkeit, mit der sie einmal sprechen konnten. Die christliche Tradition ist selber gewissermaßen nicht mehr auf einen Nenner zu bringen. Es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen, Auslegungen. Dieser Pluralismus ist aber im Bereich des medizinethischen, also im Bereich des medizinischen, niemals so anerkannt worden. Und wir sind dabei, ihn stärker anzuerkennen, nämlich durch die Bejahung von Patientenrechten. Und das spiegelt sich auch in der rechtlichen Entwicklung. Wir hatten das Patientenrechtegesetz, wir hatten dann vor allen Dingen das Patientenverfügungsgesetz, das mit erstaunlicher Mehrheit durch den Bundestag verabschiedet wurde. Das sind neue Entwicklungen, die aber durch die Einführung des Paragraph 217, also geschäftsmäßige Hilfe beim Suizid im Jahre 2015 gewissermaßen ein Rollback erfahren hat, der gesellschaftlichen Entwicklung eigentlich zuwiderläuft. Wir haben zweitens aber eine Entwicklung, und das sehe ich vor allen Dingen auch in der jüngeren Generation, zur Betonung von Selbstbestimmung. Selbstbestimmung vor allen Dingen im Alter und auch im hohen Alter ist ein
sehr weit verbreitetes Ideal hinsichtlich des guten Alters. Wenn Sie Umfragen machen, dann rangiert da neben Gesundheit selbstverständlich und guter gesundheitlicher Versorgung Selbstbestimmung ganz oben. Aber gerade bei der jüngeren Generation umfasst die Selbstbestimmung im Leben, die wir ja in fast allen Bereichen kennen, in der Partnerwahl, in der Berufswahl, in der Entscheidung für eine bestimmte Lebensform, für eine sexuelle Orientierung und so weiter. Diese Selbstverständlichkeit der Selbstbestimmung, die hat jetzt auch genau das Geschehen um den Tod herum erfasst. Und das entspricht selbstverständlich nur einer Tradition, in der wir gesellschaftlich leben, nämlich der Tradition der Aufklärung, die ja gewissermaßen dieses Ideal ganz klar vor sich hergetragen hat, auch im individuellen Sinne, nicht nur im kollektiven Sinne, im Sinne von Unabhängigkeit von Tyrannen. Andererseits haben wir aber eine gewisse Spaltung weiterhin, die sich auch in den Meinungsverschiedenheiten zeigt, die wir ja hier verhandeln. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie ein richtiges oder gutes oder erwünschtes Sterben aussieht. Die Mehrheit will immer noch im Schlaf sterben. Das ist das Bequemste, aber für die Umwelt keineswegs das Beste, weil das wie ein schockartiges Ereignis in vertraute Beziehungsgefüge hineinwirkt. Das ist, sagen wir, krass egoistisch, aber es ist gewissermaßen nicht das, was wir in der Ethik mit gutem Sterben meinen. Das gute Sterben wird aber trotzdem unterschiedlich aufgefasst. Es gibt eine große Menge von Menschen, die sehen das Sterben eher als sich anvertrauen. Entweder der Natur, Herr Nagel, also gewissermaßen den natürlichen Ablaufen. Das ist das Ideal des natürlichen Sterbens, des natürlichen Todes durch eine Krankheit oder auch durch ein Extrem an Schwäche, an Wegdämmern, wie das in früheren Zeiten häufig der Fall war. Aber wir haben auf der anderen Seite auch das Ideal eines selbstbestimmten Sterbens, das heißt, dass Zeitpunkt und Art und Weise des Sterbens zumindest teilweise dem eigenen Willen entsprechen sollen. Das ist das, worüber wir eigentlich sprechen, im Sinne einer Selbstbestimmung, im Sinne eines gestalteten Sterbens, eines gestalteten Todes. Gestalten ist jetzt etwas sehr ambitiös, vielleicht auch etwas pathetisch ausgedrückt, aber es zeigt, dass hier selbstverständlich Spielräume bestehen und die bestehen schon seit langem in der Medizin, insofern als wir Verweigerungen von Behandlungen, also geforderte Behandlungsabbrüche, ob per Patientenverfügung oder akut, die seit langem respektieren. Diese sogenannte passive Sterbehilfe, die man nicht so nennen sollte, man spricht besser von Behandlungsabbruch, da hat der Ethikrat ja auch entsprechende Vorschläge gemacht. Dieser Behandlungsabbruch ist in unserer Gesellschaft und in der Ärzteschaft bemerkenswert weithin akzeptiert. Nicht alle Patientenverfügungen werden respektiert, das wissen wir. Sie werden zu einem großen Teil nicht respektiert, was ein Problem darstellt. Aber der Wunsch nach Nicht-Weiterbehandlung ist so weit verbreitet und wird so stark respektiert, dass es sich selbst ein Faktor der Nichtverfügbarkeit von transplantablen Organen geworden ist. Das heißt, die terminale Erkrankung, die zum Tode führende Erkrankung, wird nicht so weit weiter behandelt, dass der Hirn Tod eintritt und deshalb Organe entnommen werden können. Es findet ein Abbruch früher statt. Das sind Dinge, die jetzt im Falle des assoziierten Suizids noch schärfer in den Fokus geraten. Das war, meine Damen und Herren, die längste Vorstellungsrunde, die wir im Rahmen eines Herrenhäuser-Gesprächs je hatten. Aber ich finde, das lag daran, dass Sie alle, wie Sie hier sitzen, alle vier, ohne weiteres einen fesselnden Abend dieser Art ganz alleine auch bestreiten könnten. Vielleicht mit ein paar Fragen dazwischen, so alle 5 bis 10 Minuten. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie in den Austausch miteinander treten. Vielleicht gibt es einen Anknüpfungspunkt, den ich ausgemacht haben könnte an einer kleinen Beobachtung, als Sie nämlich von dem Rollback sprachen eben, Herr Birnbacher. Da hat Herr Nagel doch 2-3 Mal ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und er hat es gar nicht so richtig verborgen. Warum denn? Ja, ich habe mit dem Kopf geschüttelt, lieber Herr Birnbacher, weil das Patientenverfügung und die sozusagen Fortschritte in der Wahrnehmung von Patientenrechten durch den Paragraph 217 sozusagen wieder aufgehoben werden, so habe ich sie verstanden, das finde ich sehr extrem formuliert.
weil ich nicht glaube, dass das Thema der geschäftsmäßigen Sterbehilfe in irgendeiner Weise in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen wirklich so angekommen ist, dass die Diskussion über was wünschen Sie, wie stellen Sie sich Ihre Situation vor, gibt es bestimmte Aspekte, die in einer Patientenverfügung aufgenommen werden sollten, dass dieses Gespräch davon beeinflusst ist. Deswegen hatte ich den Kopf geschüttelt. Ich glaube auch, habe ja den Prozess sozusagen dieser Gesetzgebung mitverfolgt und mitberaten, dass ja ganz bewusst der Begriff der Geschäftsmäßigkeit hier hineinkommt. Und wir haben auf dem Podium vielleicht eine Profession noch vermisst, nämlich die der Ökonomen. Und die sollten wir in einer sehr stark ökonomisch geprägten Gesellschaft nicht außen vor lassen. Also ich glaube, alle von uns können dazu zumindest etwas sagen. Und diese ökonomische Perspektive macht es natürlich nochmal ganz besonders problematisch im Hinblick auf die Frage der Unterstützung zum Sterben. Wir haben von Kultur gesprochen. Wir haben sozusagen über die Veränderung der Kultur gesprochen. Und wenn wir Anreizsysteme haben, das kann man jetzt in der Medizin leicht nachvollziehen, es gibt immer gute Gründe, warum man sich anders verhalten sollte im Hinblick auf bestimmte Situationen der Behandlung von Patienten. Wenn man das politisch umsetzen will, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich appelliere an Ärztinnen und Ärzte, macht das doch mal bitte anders. Oder ich verändere den Abrechnungskatalog. Wenn ich sicher sein will, dass ich die Dinge verändere, dann suche ich das ökonomische Anreizsystem. Denn das funktioniert nach aller unserer Erfahrung sehr viel besser als der Appell. Und das ist aber nicht nur für Ärztinnen und Ärzte so, das gilt wahrscheinlich für alle Professionen, die heute hier sind. Gut, dass ich nochmal dazu sage. Genau, ja, die hier sitzen. So, wenn das so ist, dann ist es aber auch ein guter und wichtiger Aspekt im Hinblick auf einen Veränderungsbereich in unserer Gesellschaft, der mit vielen auch unklaren Entwicklungen einhergeht, wie die Frage der Legalisierung der Sterbehilfe, hier zumindest mal den ökonomischen Anreiz auszuschalten und zu sagen, wir wollen auf keinen Fall, dass gerade unter diesen Kontexten Anreizsysteme funktionieren, die eine Entwicklung verschnellern bzw. in eine Richtung drängen, die womöglich ökonomisch bedingt ist und damit hier einen ganz sensiblen Bereich konterkariert. So, deswegen die Formulierung und deswegen unverändert meine Vorstellung, dass dieser Paragraph 217 die Situation unserer Gesellschaft verbessert und nicht verschlechtert hat. Petra Bahr hatte sich gemeldet, Gunnar Duttke auch, und ich könnte mir vorstellen, Herr Birnbacher, dass Sie auch noch mal antworten möchten. Aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir diesen Aspekt, das Geschäftsmäßige, noch ein bisschen besprechen, denn das ist ja in der Tat bisher noch gar nicht im Vordergrund gewesen. Wer möchte? Frau Bahr. Das wäre gar nicht mein Ansatzpunkt, sondern ich wäre gerne noch mal auf Herrn Birnbacher eingegangen, wenn ich darf. Denn Herr Birnbacher empfindet ja die Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts als Fanal in mehr Pluralismus und Aufklärung. Und Herr Duttke hat darauf hingewiesen, in der Tat, das Bundesverfassungsgericht ist kein Ersatzgesetzgeber, sondern kann allerhöchstens ein Gesetz kassieren, das nicht verfassungsgemäß ist, um es an den Gesetzgeber zurückzugeben. Da ist es ja auch. Deswegen führen wir diese Debatte ja auch so ganz offen. Aber Urteilsbegründung als Karlsruhe sind auch so etwas wie eine Hintergrundgrammatik für gesellschaftliche Veränderungen und auch, wenn man so will, die Essenz für das, was sich verändert hat. Ich lese das auch als einen kulturellen Text, wenn Sie erlauben. Und wenn man das dann liest, könnte man umgekehrt auch sagen, gerade dieses Pathos, auch in dieser Kombination der autonomen Selbstbestimmung, ist in sich möglicherweise durchaus weltanschaulicher, als Sie das jetzt dargestellt haben. Also man könnte immerhin sagen, es hat sich eine bestimmte weltanschauliche Position im Umgang mit assistiertem Suizid vielleicht durchgesetzt, weil es ein gesellschaftlicher Mainstream geworden ist. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Dafür gibt es viele Indizien. Aber so einfach würde ich es Ihnen an dieser Stelle nicht machen, dass das jetzt Pluralität ermöglicht, sondern es verschließt sie. Und für mich ist das so, wenn ich diesen Text lese, dass im Hintergrund, also der ideale Suizid steht, nämlich der Bilanzmord. Ja, also das ist sozusagen der Freitod des großen Künstlers, der nach der 12. Sinfonie sagt, mein Werk ist abgeschlossen. Diese Vorstellung steckt im Grunde sehr hinter dem, was da als kulturelle Grammatik funktioniert. Und was weniger im Mittelpunkt steht, sind schwerst demente Menschen etwa, die 10 Jahre vorher irgendwann in einer Patientenverfügung gesagt haben, ab dem Moment, wo ich kein Gedicht mehr sagen kann, ist mein Leben nichts mehr wert. Ich spitze das bewusst so zu, weil ich finde, dass wir darüber reden müssen. Ich bin die Erste, die Ihnen recht gibt, Herr Duttke, dass die christliche Perspektive auf Leben und Sterben
überhaupt nicht mehr Mainstream ist und vermutlich auch nicht mehr mehrheitsfähig. Aber gerade weil das so ist, übernehme ich hier eine Position und wehre mich gegen die Unterstellung, dass diese tiefen Grammatik der Konstruktion eines autonomen Selbst, was freiheitlich und vor allem bei allen guten Sinnen und philosophisch vernünftig für sich entscheidet, es reicht mir. Unabhängig davon, dass wir alle wissen, dass auch im assistierten Suizid ja immer ganz viele andere mit betroffen sind. Also nicht nur die Ärzte und Ärztinnen, da wird ja direkt schon eine Relation deutlich, die dieses Selbstbestimmte in Frage stellt, nämlich diejenigen, die dabei assistieren sollen, die ja auch unbenannt in diesem Spiel sind, sondern auch die Verwandten, die Freunde, dieses ganze System der Hinterlassenen, das man gesellschaftlich mitberücksichtigen muss. Und das Letzte, Sterbewünsche sind ja immer auch eine Botschaft jenseits der eigenen Biografie. Und dieser Wunsch ist immer, so will ich nicht leben. Und was heißt das eigentlich für uns als Gesellschaft, dass dieses so will ich nicht leben gerade im Alter so zunimmt? Das ist auch meine Erfahrung übrigens als Seelsorgerin, dass im Übrigen weniger die Angst vor dem Schmerz als die Einsamkeit eine riesengroße Herausforderung ist, weil eben die Lebensmodelle der Familie Nagel auch nicht mehr die Mehrheitsmodelle sind, wie Menschen alt werden und sterben. Das war nur diese kleine Invektive an den Aufklärer Birnbacher. Dieter Birnbacher. Ja, ich möchte zwei Dinge richtigstellen. Das erste ist das, was Herr Nagel suggeriert hat, dass geschäftsmäßig etwas mit Kommerzialisierung zu tun hat. Geschäftsmäßig ist ein juristischer Fachterminus, der hochgradig missverständlich ist, weil es natürlich nicht um das Geschäftemachen mit der Sterbehilfe oder mit der Unterstützung von Selbsttötungen geht, sondern um eine Anlaufstelle, um die Möglichkeit von Adressen, zum Beispiel von Ärzten, die bei einem Suizid behilflich sind. So etwas sollte es nach dem Willen des Gesetzgebers einfach nicht geben, weil man die Konstruktion gewählt hatte, diese Sterbehilfevereine à la Roger Kusch, die machen eine aggressive Werbung und verführen die Leute gewissermaßen zu voreiligen, zu völlig unbegründeten und vor allen Dingen irrationalen Suiziden. Dabei stand im Hintergrund auch das herkömmlich psychiatrische Bild des Suizidenten als jemand, der aus pathologischen Gründen Suizid begehen will. Davon ist aber von Seiten der Vereine, aber auch der Ärzte, die zu Suizidhilfe bereit ist, überhaupt nicht die Rede. Ich bin ja Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Wir haben seit März dieses Jahres eine Beratungsinstitution, ein Beratungstelefon, wo sich Leute in verzweifelten Lagen melden können. Und das, was dort an Material kommt, entspricht nicht dem pathologischen Fällen. Da gibt es auch pathologische Fälle, nicht? Aber die kann man erkennen. Und natürlich handelt es sich in vielen Fällen um die Äußerung von Ängsten. Sterbewünsche sind ja keine Suizidwünsche. Sterbewünsche sind zunächst einmal expressive Äußerungen, die eine Verzweiflungslage signalisieren. Aber das heißt natürlich nicht, dass ein Interesse an konkreten Schritten besteht, das einzuleiten. Sie haben das jetzt sehr schön in dem Fall Ihres Onkels geschildert. Das sind also gewissermaßen Lebensäußerungen, die man nicht für bare Münze nehmen kann. Auch wenn sie sehr dramatisch mit Berufung auf Menschenwürde oder mit Berufung auf schweres Leid daherkommen. Da muss man schon kritisch sein. Könnte es denn sein, Herr Birnbacher, dass die Begrifflichkeit dann ein wenig im Wege steht, wenn statt von assistiertem Suizid die Rede wäre von Unterstützung bei der Erfüllung des Sterbewunsches, könnte das dann für stärkere Akzeptanz sorgen, in dem Sinn dessen, was Sie eben sagten? Ich sehe schon, dass der Begriff Suizid außerordentlich negativ besetzt ist. Der löst Reaktionen aus, die angesichts der überwiegenden Zahl von pathologischen Suiziden, neurotisch, psychiatrische Fälle, aber auch in Krisensituationen, in temporären Krisensituationen, wie zum Beispiel akuter Liebeskummer, akuter Schmerz über den Tod eines eng verbundenen Partners. Das sind die Bilder von Suizid, die wachgerufen werden. Aber unsere Erfahrung, und wir haben ja auch einige assistierte Suizide bereits vermittelt an Ärzte, die dazu bereit sind, ist eine ganz andere. Das sind Leute, die seit Jahren darüber nachdenken. Wir vermitteln auch diese Möglichkeit nur an Mitglieder.
Und diese Mitglieder, die fühlen sich als Teil einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig auch darüber Gedanken macht. Das ist also eine gemeinschaftliche Aktivität. Wir haben auch eine Sicherheitsfrist von einem halben Jahr, also so dass keine akuten Fälle auftauchen oder eine Gelegenheit bekommen. Also das sind alles Sicherungsmechanismen, die verhindern wollen, dass die häufige Unbedachtheit, die Nichtwohlerwogenheit eines Suizids, dass die unterstützt wird. Diese Menschen können selbstverständlich sich für den Zug werfen, wenn sie das tun. Aber sie werden es im Zweifelsfall nicht tun. Das ist eine andere Gruppe. Das sind andere Menschen als die, die in einer solchen akuten Krisensituation anrufen. Gunnar Duttke, Ihre Wortmeldung noch aktuell von vorhin? Ich kann immer etwas noch ergänzen, aber ich möchte keinen zweiten Seminarvortrag halten. Zum Thema Geschäftsmäßigkeit hat Herr Kollege Birnbacher schon alles Notwendige gesagt. In der Tat, die Wiederholungstendenz, die Normalisierung innerhalb einer Gesellschaft, das ist damit gekennzeichnet. Und man kann mutmaßen, dass der Gesetzgeber das deshalb gemacht hat und nicht fokussiert auf das, was eigentlich gemeint war, nämlich gewerbsmäßig kommerzialisiert, weil es die Erfahrungen in der Schweiz gibt. In der Schweiz haben wir sozusagen zwei Faktoren, die seit langem unveränderlich sind. Erstens, es gibt eine begrenzte Strafbarkeit, sozusagen weniger liberal als die deutschrechtliche Tradition vor 2015. Bei selbstsüchtigen Motiven macht sich in der Schweiz der Suizidhelfer strafbar. Und kommerzialisierende Tendenzen sind natürlich selbstsüchtig. Und gleichzeitig sehen wir, dass Dignitas seit vielen Jahren letztendlich unangefochten tätig ist. Woran liegt das? Vermutlich deshalb, weil die Gewerbsmäßigkeit in einem Strafverfahren, in dem behördlichen Prozedere nicht nachweisbar ist. Und deswegen verstehe ich die Entscheidung des Gesetzgebers des Deutschen Bundestages 2015 in dem Sinne nicht, wenn Sie so wollen, den gleichen Fehler zu machen, also einen Begriff zu setzen, den man eigentlich meint, aber mit hohen Nachweisproblemen am Ende, sodass man dann letztlich notgedrungen eine Entwicklung akzeptieren will, die man eigentlich nicht möchte. Und deswegen ist der Bereich der Strafbarkeit sehenden Auges weiter gefasst worden, aber eben unkalkulierbar, was bestimmte Professionen anbelangt. Also nach dem Verständnis vieler meiner Fachkollegen, wenn ein Arzt, eine Ärztin aufgrund einer hochreflektierten Gewissensentscheidung sich dazu bekennt, in bestimmten Fällen gegenüber Patienten Unterstützungsleistungen zu erbringen, dann wird das nicht nur der Einmalakt für den guten Nachbarn sein, sondern wird das für dieses Szenario auf Wiederholung angelegt sein. Es gibt keinen Grund zu sagen, ich verweigere es dem nächsten Patienten, der nächsten Patientin in der äquivalenten Situation, obwohl ich es vorher anders entschieden habe. Das heißt, bei einer großzügigen Interpretation der Geschäftsfähigkeit wäre auch das plötzlich im Dunstkreis einer Strafbarkeit, wenn man es jedenfalls bösgläubig so interpretieren wollte. Das war eine der vielen offenen Fragen. Was ich noch ergänzen wollte, ich würde schon sagen, dass Strafrecht die Türen verschließen, lieber Herr Nagel. Also insofern ist das, was 2015 geschehen ist, hat mit Selbstbestimmung wenig zu tun, sondern ist von staatlicher Seite ein Beschränken bestimmter Handlungsmöglichkeiten. Man mag es dann rechtfertigen, indem man sagt, so wie der Gesetzgeber das getan hat, wir wollen ja letztendlich die freie Willensbestimmung der armen Menschen schützen, damit sie nicht in Versuchung geraten. Sogwirkung, das wäre so eine Begrifflichkeit in dem Gesetzentwurf. Aber das ist nicht der Umgang der Gemeinschaft mit mündigen, aufgeklärten Menschen. Da hat man schon einen gewissen sozusagen Duktus, der wir schützen die kleinen, armen Menschen unserer Gesellschaft, damit sie nicht voreilig den Suizid suchen. Und wenn ich bestimmte Handlungsoptionen verschließe, ist das zunächst einmal illiberal und nicht liberal. Wir akzeptieren im Kontext der Patientenverfügung jede denkbare Willensbestimmung, solange sie nicht arztwidrig oder gesetzeswidrig ist. Also wenn da drin steht, ich möchte aktive, direkte Sterbehilfe, dann ist das in Deutschland strafbar. Dann wäre dieser Teil der Patientenverfügung unwirksam. Ansonsten sind wir ganz offen. Das bedeutet eben Selbstbestimmung. Aber mit 2017 hat der Gesetzgeber gesagt, eine Option verschließe ich, jedenfalls für die Hilfeleistung. Wer sich selbst suizidieren will in Deutschland, muss das alleine tun oder in sozusagen einmaligen Konfliktszenarien
Und ausgerechnet sollen die Angehörigen dann das Szenario sein der guten Suizidtat, der akzeptablen Suizidtat. Ich will mal nicht übertreiben. Und das ist sozusagen eine Logik, die sich vielleicht nicht jedem erschließt und vor allem nicht im Duktus einer, sagen wir mal, Sicherung der Selbstbestimmung und der Freiheit. Ich möchte aber noch einen letzten Satz sagen. Entschuldigung, dass es doch länger geworden ist. Ich bin natürlich nicht restlos glücklich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil natürlich die Frage, was sind denn die eingrenzenden Merkmale auf der anderen Seite? Wie gelingt es einer Gesellschaft, jetzt wirklich sicherzustellen, dass tatsächlich nur die Menschen, die wirklich da sozusagen frei verantwortlich sich entschlossen haben, auch wirklich zur Tat schreiten können und keine anderen? Diese Perspektive taucht in diesem bundesverfassungsgerichtlichen Urteil ganz am Ende in wenigen dürren Sätzen auf, natürlich in Selbstbescheidung gegenüber dem parlamentarischen Gesetzgeber. Aber das ist die eigentliche Aufgabe. Wir sollten also nicht übersehen, menschliches Leben betrachten wir in unserer Gesellschaft als ein exzeptionelles, besonders schutzwürdiges Gut. Und wir als Gesellschaft sollten allen Menschen wünschen, dass sie weiterleben. Wir sollten deshalb auch alles anbieten. Und deswegen muss eine rechtliche Regulierung nicht das Strafrecht wählen, jedenfalls nicht bezogen auf die konkret handelnden Personen, sondern es sollte ein Verfahren etablieren. Und die große Preisfrage ist, wie kann ein Verfahren hinreichend sicher sein, um das zu erreichen, was wir wollen. Nicht nur sozusagen ein Placebo-Verfahren, sondern dort, sagen wir mal, Menschen auch wirklich die Möglichkeit zu geben, nochmal lebensfreundliche Perspektiven zu entwickeln. Eckhard Nagel, ich könnte mir vorstellen, dass Sie an diesem Punkt vielleicht sogar zusammenfinden oder unter dieser Perspektive. Bräuchte es ein solches Verfahren? Ist das die Aufgabe, die das Bundesverfassungsgericht implizit gestellt hat, ein solches Verfahren zu entwickeln, das mehr Handlungssicherheit gibt, beispielsweise Ihrer Zunft? Sie sind ja ganz konkret mit solchen Wünschen befasst und konfrontiert. Deswegen habe ich mich eben auch noch mal gemeldet, weil ich dazu was sagen wollte, weil implizit in allen Statements und auch im Urteil des Bundesverfassungsgerichts davon ausgegangen wird, dass wenn man als Gesellschaft ein Angebot für den begleiteten Suizid realisiert, dass es dann eine Profession gibt, die dafür zuständig ist, nämlich die Ärztinnen und Ärzte. Sie haben mal empfohlen, es könnten Geistliche und Juristen sein, noch vor dem Verfassungsgerichtsurteil. Also ich würde sogar ganz vehement widersprechen, dass Ärztinnen und Ärzte die richtigen Ansprechpartner dazu sind, weil wir nun schon eine lange, jahrtausendalte Tradition haben, wird ja immer auf Hippokrates verwiesen. Schon Hippokrates hat sozusagen als derjenige, der das Arztum im Wesentlichen, wir schreiben es ihm jedenfalls zu, ein Stück weit realisiert hat, und zwar interessanterweise deshalb, weil er die Beziehung zwischen dem Behandelnden und dem Behandler erstmalig strukturiert und nach spezifischen ethischen Normen ausgerichtet hat und damit eben dieses Beziehungsverhältnis beschrieben hat, woran man sich als Arzt und Ärztin gab es damals noch nicht halten sollte. Und da war ein ganz wesentlicher Passus, den alle Generationen, die sich auf Hippokrates berufen, bis heute immer noch vor sich hertragen, nämlich der Aspekt, dass man sich abwendet von dem zu Behandelnden in dem Moment, wo man erkennt, dass der Tod eintritt. So, das ist sozusagen die Grundlage und das Versprechen, ist ja nicht nur eine Grundlage, sondern es ist das Versprechen an die Gesellschaften, die alle sozusagen Erwartungshaltungen an ihre jeweilige Ärzteschaft formuliert haben, dass eine solche Situation, in der ich mich in die Behandlung begebe zu einem Arzt und einer Ärztin, in jedem Fall davon getragen ist, dass mir geholfen wird im Sinne, dass mein Leben so gut es geht gesichert wird. Und es gibt eine lange Tradition. Ich meine, die Entwicklung der modernen medizinischen Versorgung hat ja auch etwas mit dem Christentum zu tun, jedenfalls in Europa, dass es eine andere Profession gab, die für das Sterben zuständig war, nämlich sozusagen die Pastorinnen und Pastoren, also die Kirche zuständig war für diesen Bereich, der sich medizinischer Handlung entzog. Und wie wir wissen, auch bis heute entzieht. Also insofern kann ich überhaupt nicht verstehen, warum die Ärzteschaft, die bis heute in der Berufsordnung weitgehend ja auch entsprechend sich selbst verpflichtet hat, keinen begleiteten Suizid durchzuführen, warum die jetzt der Ansprechpartner sein soll, das zu tun. Sondern da würde ich denken, da seid ihr sozusagen prädestiniert. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Juristen, denen wir in vielerlei Hinsicht vertrauen, der Notar, dann derjenige ist, den ich anspreche, der Philosoph ist es jedenfalls schon, und dass dort von dieser Seite aus dann eine Begleitung am Lebensende
in allem Respekt und in aller Fürsorge und mit allen entsprechenden Maßgaben durchgeführt wird. Weil der Vertrauensverlust, den die Ärzteschaft bekäme, wenn es sein könnte, dass unter Umständen jemand entscheidet, naja, also ihr Leben ist vielleicht nicht mehr wirklich lebenswert und ihre Schmerzen, die kann ich jetzt auch nicht behandeln. Und dann kommt es gleich hinterher, die ökonomische Nutzen-Effizienz-Rechnung für die Behandlung dieser Erkrankung ist jetzt auch nicht wirklich optimal. Dann wären wir in einer Situation, wo das, was wir von Medizin erwarten, nicht mehr zu erwarten wäre. Es gab, wenn ich mich recht erinnere, das ist jetzt aber leider eine etwas vage Erinnerung, ich habe das vor diesem Abend nicht nochmals recherchiert, einen Fall in den Niederlanden, dass eine hochgradig demente Patientin eine Willensäußerung hinterlegt hatte und in dem Zustand, in dem sie sich dann befand, ich sage es jetzt mal in Alltagssprache, nicht mehr ohne weiteres zu rekonstruieren war, wie diese Willensäußerung für diesen Moment nun auszulegen wäre und in der sie mit ärztlicher Unterstützung, so habe ich es in Erinnerung, Frau Basi nicken zum Glück, zu Tode gebracht worden ist. Das heißt, Sie sehen womöglich die Gefahr, Herr Nagel, ich spiele das mal an Frau Bahr gleich weiter, die ja aufgefordert war, diesen Kelch möglicherweise zu trinken, den Sie nicht trinken wollen. Sie sehen die Gefahr, dass die ärztliche Profession dann in eine Situation des Richtens über Leben und Tod gedrängt würde, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Ist das ungefähr richtig verstanden? Bevor Frau Bahr dazu antwortet, wir haben über die Transplantation schon gesprochen. Einer der wesentlichen Schwierigkeiten in der Diskussion der Akzeptanz sozusagen der Organspende ist die Unsicherheit in der Bevölkerung, dass wenn ich gegebenenfalls verunfalle, ins Krankenhaus gebracht werde, dort auf Organe schon gewartet wird, weil Patienten auf der Intensivstation liegen, die transplantiert werden müssen, dass dann ich als der Betroffene nicht mehr adäquat behandelt werde. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich mit Menschen darüber rede, dass das absolut irrational ist, weil diese Dinge nicht zusammenhängen. Aber es macht sich in der Bevölkerung in dem Moment natürlich breit die Unsicherheit. Da könnte ich instrumentalisiert werden. Und wenn jetzt am Ende, Sie haben von den Niederlanden gesprochen, wir Situationen haben, wo schwerstkranke Menschen die Möglichkeit haben, letztendlich auch den Suizid beim Arzt zu bekommen, dann haben wir eine Situation, wo eine Verunsicherung, das kann man auch nachvollziehen, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen spricht, eine Verunsicherung da ist, gehe ich zu meinem Hausarzt noch? Und wenn ich gehe, muss ich nicht auch eine Bereitschaft erklären, unter Umständen den Suizid anzustreben, weil, kommt der nächste Punkt, nämlich die Medikation, die ich ansonsten brauche, so exorbitant teuer ist und im Prinzip eigentlich doch bei meiner Lebensperspektive keine wirkliche Begründung mehr hat. Also wir kommen in eine Situation, die ich für höchst bedenklich erachte und wir können ja noch drüber sprechen, wie das jetzt in Belgien aussieht und in anderen Bereichen, aber das kannst du vielleicht ja auch nochmal sagen. Also insofern, Ärzteschaft ist draußen. Petra Bahr. Die Zunft der Theologinnen und Theologen ist noch nicht draußen. Also Herr Duttke hat ja schon per Handzeichen angedeutet, wir machen das auf gar keinen Fall. Vielleicht ist Herr Birnbacher nachher bereit. Es ist ein bisschen heikel, das in so einem humorigen Ton hier vorzutragen. Das ist mir völlig bewusst. Aber offenbar ist da eine kleine Kluft zwischen einer relativ kraftvoll hinterlegten Einsichtsbereitschaft und der Bereitschaft, unter Umständen dann auch in die Handlungsvorlage zu gehen, möglicherweise. Was würden Sie denn tun? Sie haben eingangs von Ihrer inneren Zwiegespaltenheit gesprochen. Seelsorge auf der einen Seite, auf der anderen Seite die grundlegenden ethischen Überlegungen. Also zum einen macht mich sehr nachdenklich in der Tat das, was Herr Dutt gesagt, dass möglicherweise die Kriminalisierung und damit das Schwert des Strafrechts nicht die richtige Form ist, wie eine Gesellschaft mit solchen Fragen umgeht. Das würde ich sofort konzidieren, denn das ist ja für das Verhalten von Ärztinnen und Ärzten überhaupt nicht klärend gewesen, sondern wenn ich das richtig verstehe, eher hat zu mehr Unklarheit geführt. Das ist das eine, was ich merke, wenn ich mit Medizinern und Medizinerinnen rede, ist es so, das ist aber auch in den Gesellschaften mit Palliativbegleitung so, dass man auch da natürlich sich nicht mehr einig ist, was der richtige Umgang damit ist. Und deswegen ist diese Zerrissenheit, die ich versucht habe, einfach mal offen zu legen, die Begleitung von Menschen, die einen Vor- und Nachnamen haben, die man über Monate begleitet, nicht nur in der Familie, sondern in meinem Berufsstand ja eben auch, weil sie in der Nähe wohnen, weil sie einen kennen, weil Familienangehörige sagen, geh da mal hin. Und daraus werden dann unter Umständen ja auch Jahre dieser Begleitung. Und das andere ist die Frage,
Also die Herren Philosophen und die Damen würden sagen, der deontologischen Einhegung, also der Frage, was sind eigentlich jenseits der wilden Praxis und auch der geheimnisvollen Dinge, die hinter verschlossenen Türen passieren, faktisch, übrigens immer schon, die Normen, an denen wir uns ausrichten, was sind die Orientierungsmarker, die unser Handeln bestimmen? Und da ist vielleicht in der Tat das Strafrecht dummerweise zu lange das Einzige gewesen, was uns eingefallen ist. Aber die Ressource Vertrauen, die betrifft den Berufsstand der Ärzte und Ärztinnen, übrigens auch der Pfleger und Pflegerinnen. Das wissen wir aus diesen großen Kriminalfällen der letzten Jahre, aber natürlich auch meinen Berufsstand. Denn es ist natürlich so, dass auch Pastoren und Pastorinnen mit der Situation konfrontiert sind, dass Menschen sagen, helfen Sie mir. Und durchaus auch in ihrem Sinne. Nicht in dem Sinne, dass jemand sagt, rede mir einen Lebenssinn wieder ein, den ich verloren habe. Und da gerät man in der Tat in Graubereiche, die ganz schwer sind, vor allem dann, wenn man objektiv sagen kann, eine Verbesserung der Lebenssituation wird es nicht mehr geben. Aber dann auch die Situation, um es noch mal komplizierter zu machen, dass man dann vor die Tür geht und dann sind dann Angehörige da und die sagen, aber der Papa will doch eigentlich sterben. Also dann möglicherweise auch den Druck in solchen Konstellationen durchaus erhöhen, übrigens auch auf die Geistlichen. Die sagen, auch gerade auf dem Land, du hast doch den guten Draht zum Doktor und kann man hier nichts machen. Ich beschreibe das deswegen, weil diese Situation, in der die vermeintlich Selbstbestimmten in Zwangskonstellationen stehen, so oder so, immer schon so waren, aber jetzt deutlich stärker, wenn man so will, einer objektivierbaren Lösung oder einer Adresse zugeführt werden sollen. Und ich habe da keine Lösung für, aber ich glaube in der Tat, dass die erste Frage ist, wie begleiten wir Menschen eigentlich im Sterben? Und diese Frage ist dringender geworden, weil die Art, wie eben die Familie Nagel mit den Hochbetagten umgeht, nicht mehr die Realität ist für ganz viele Menschen. Wie gehen wir mit der radikalen Einsamkeit um? Wie gehen wir mit Sinnlosigkeitsentwicklung um, die jetzt in der Pandemie übrigens rasant zunehmen? Das sagen alle Seelsorger und Seelsorgerinnen, auch bei ganz jungen Leuten. Die sagen, mir erschließt sich meine Zukunft nicht mehr. Und das ist eine massiv wachsende Herausforderung. Die kann man aber meines Erachtens in den seltensten Fällen, selbst wenn man wollte, medizinisch lösen. Sondern da muss man viel früher anfangen. Und wir brauchen Orte, wo Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, die nicht mehr bei klarem Verstand sind, die nicht mehr wissen, wie sie heißen, in Würde behandelt werden, bis sie sterben. Und das weiß ich aus eigener familiärer Biografie, wie schwierig das ist. Aber diese Debatte kann man jedenfalls nicht abkürzen, indem man sagt, und das ist in den Benelux-Ländern in Teilen einfach nachweislich der Fall, wir haben hier eine Lösung und die heißt, es gibt doch ein Medikament. Darauf will ich nur aufmerksam machen. Und ich bekenne ganz offen, dass ich selber in Dilemmata gerate, in Graubereichen, die sich nicht einfach per Gesetz lösen lassen. Und mein Glaube ist übrigens auch einer, der in diesen Spannungen leben kann. Nur daraus lässt sich kein Gesetz machen und schon gar kein Strafrecht. Dieter Birnbacher, Sie haben ja vorhin im Grunde auch schon ausgeführt, Gesellschaft für humanes Sterben, dass es bereits assistierte Suizide gegeben hat, nachdem dieser Wunsch an Sie herangetragen worden ist. Es gibt ja die Möglichkeit des Übergangs von der kurativen zur palliativen Medizin, die sehr, sehr viel zu leisten vermag. Nun hat Petra Bahr eben von der vermeintlichen Selbstbestimmung gesprochen. Wie lotet man denn diese Zone aus zwischen dem, was womöglich nur vermeintlich selbstbestimmt ist, auf der einen Seite, was dann vielleicht als Antwort erforderte, man legt eine gute palliative Behandlung nahe und trägt das gemeinsam mit, und auf der anderen Seite der kraftvoll vorgetragenen Willensbekundung, ich möchte gerne gehen und bitte darum, dabei Unterstützung zu haben. Die Palliativmedizin, die ja eine ungeheuer heilsame, humane Erfindung der letzten 10 Jahre, möchte ich mal behaupten, ist und die weiter verbreitet werden sollte, auch viel mehr Anerkennung finden sollte innerhalb der Medizin selbst. Sie wird leicht beiseite gedrängt, weil sie wenig Forschung macht, nicht, weil sie wenig spektakuläre Erfolge zu verzeichnen hat. Die hat ja auch ein Prinzip der Achtung von Selbstbestimmung. Das gehört ja zu ihren Kernnormen. Und sie fördert auch Selbstbestimmung.
Sie fördert ganz bewusst Selbstbestimmung. Und wir haben interessanter, da möchte ich Herrn Nagel etwas widersprechen, heute durchaus auch in der palliativmedizinischen Szene die Tendenz der Sterbehilfe nicht mehr so wie ursprünglich, sagen wir, abwehrend gegenüberzustehen. Ich war voriges Jahr auf dem Berliner Pflegekongress als Referent und habe gefunden, dass da durchaus sehr viel Berührungspunkte und sehr viel Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit bestehen. Das ist meine Utopie. Eine Integration von bestimmten Arten kontrollierter Suizidassistenz in die Palliativmedizin. Denn viele der Menschen, die am Ende eines langen und beschwerlichen Weges sagen, ich möchte nicht mehr, die sind bereits in palliativer Behandlung. Sie empfinden das aber als für sie nicht das Richtige. Das ist nicht das, was sie mit ihrem Selbstbild vereinbaren können. Sie empfinden das in einem spezifischen Sinne als ihrer Würde nicht gemäß. Würde ist ein problematischer und verfänglicher Begriff, aber jeder hat bestimmte Vorstellungen dafür, wie er leben und wie er sterben will. Und die Palliativmedizin erfüllt viele, sogar die meisten Wünsche in der Hinsicht, aber nicht für alle. Und in der Palliativmedizin gibt es auch gewissermaßen implizite Normen, die eine bestimmte Art von Sterben erwarten, nämlich des Friedlichen, des Versöhnten, des kommunikativ aktiven Sterbens. Aber nicht alle Patienten sind so geartet, dass sie genau das wollen. Manche wollen protestieren, manche wollen bis zuletzt gegen den Tod ankämpfen, sind gewissermaßen herausfordernd, nicht? Und ich denke, auch hier müssen wir anerkennen, dass es unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Mentalitäten gibt, die sich in Todesnähe manifestieren. Und zu den Ärzten insgesamt, Herr Nagel, 10 von den 17 Ärztekammern in Deutschland sind dabei, ihr Verbot der Hilfe bei der Selbsttötung in ihrer Berufsordnung zu revidieren. Aus Thüringen habe ich das schon gehört. Die Bundesärztekammer macht sich bereits Gedanken darum, und zwar einfach, weil es nicht angehen kann, dass das Bundesverfassungsgericht bestimmte Grundsätze für verbindlich gehalten hat, auch für die Politik. Aber die Ärztekammern sich dem gewissermaßen verweigern, dem widersprechen. Und vor allen Dingen haben die Ärztekammer eine starke Bindungswirkung für die Ärzte. Welcher Arzt will denn riskieren, seine Approbation zu verlieren, wenn er einen Suizid unterstützt? Das ist nicht zumutbar. Aber wir wissen gleichzeitig, und das wird sich in Zukunft herausstellen, dass viele Ärzte durchaus bereit sind, Suizidhilfe zu leisten. Das hat auch eine Umfrage der Bundesärztekammer selbst vor einigen Jahren erbracht. Es ist nicht so, dass hier eine geschlossene Front gegen die Suizidhilfe bei den Ärzten zu finden ist. Und tatsächlich gibt es heute schon, wenn auch sehr wenige Ärzte, vor allen Dingen Hausärzte, die durchaus sehr bereit sind, mitzumachen. Gunnar Duttke. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, bei dem ich selber zugestehen möchte, dass ich da selber noch keine Klarheit bekommen habe. Mir leuchtet einerseits ein, dass die Ärzteschaft unmittelbar notwendigerweise gleichsam mit beteiligt sein muss. Nicht etwa, weil sie über das nötige Know-how hinsichtlich der Betäubungsmittel verfügt, das wäre etwas der sehr, sehr oberflächliche Gedanke, sondern weil dort ja in erster Linie, so jedenfalls die nicht ärztliche Sicht, ja auch die Todeswünsche tendenziell relevant werden, artikuliert werden. Das heißt, dort, wo dann auch begrenzte Lebensperspektiven oder immer mehr Begrenzung an Lebensperspektiven im konkreten Kontext ja erlebt wird und dann sozusagen auch die betroffenen Patientinnen und Patienten und ihre korrespondierenden ärztlich und pflegerischen Unterstützungspersonen damit umgehen müssen. Das heißt, da ist es ja notwendigerweise ein zentrales Thema. Das heißt, die Erwartung ist eigentlich, dass dann gleichsam das Portfolio aus Sicht der Patienten, wenn sie schon ohnehin in einem schwerst erkrankten Zustand sich befinden und die Frage sich stellt, wie soll das eigentlich jetzt weitergehen, was ist die noch verbleibende Perspektive, welche Wege schlage ich ein von den wenigen, die noch übrig geblieben sind,
dass dann sozusagen alle Optionen noch im Boot sind und nicht die Personen, mit denen man zu tun hat, von vornherein sagen, also wir sind gleichsam nur die Fahne der einen Partei und wenn ihr sozusagen was anderes wollt, dann müsst ihr, dann seid ihr sozusagen hier an der verkehrten Stelle. Aber ich verstehe sehr gut andererseits, das, was Sie stark gemacht haben, jede Berufsrolle vermittelt ja über ihre Berufsrolle einen gewissen, sagen wir mal, Kern-Identity, also Corporate Identity, würde ich mal sagen, Neudeutsch, ja. Also ein gewisses Sample an Erwartungen. Wer sind wir und was leisten wir und was leisten wir nicht? Und ich halte es persönlich nach wie vor, insofern entgegen dem Bundesverfassungsgericht, für eine Anmaßung des Rechts, von einer bestimmten Berufsgruppe etwas zu verlangen, was sie von Haus aus traditionell als etwas ansieht, wofür sie nicht dasteht. Die Frage ist aber, was soll man daraus dann, also welche Schlussfolgerung soll sich daraus ergeben? Warum die Juristen an dieser Stelle verkehrt sind, ist schlicht, weil sie keine Kompetenz haben für das lebensweltliche Ausfüllen. Wir sind sozusagen diejenigen Experten für Regulierungsfragen. Und da können wir mit einem vergleichsweise grobschlächtigen, sagen wir mal, Instrument der Selbstbestimmung gut operieren. Wenn es aber um Autonomie geht, gespeist auch von Fürsorgeaspekten, sind wir jedenfalls zwar sensibel, hoffentlich, manche jedenfalls, aber wir sind keine Experten auf dem Gebiet, weil das eine ethische, philosophische Expertise ist oder eine palliativ-medizinische, wenn es dann konkret lebensweltlich in dem medizinischen Kontext umgesetzt wird. Aber da gibt es keine spezifische juristische Kompetenz. Und natürlich fallen Beobachtern wie mir schon auf, dass die einschlägigen Sterbehilfeorganisationen in Hamburg oder Minelli in der Schweiz eben von Rechtsanwälten, von Juristen getragen werden. Das hat aus meiner Sicht ist schon auffällig. Und da würde ich persönlich sagen, das ist nicht die typische juristische Kompetenz, die da so zum Ausdruck kommt. Deswegen meine ich, dass wir uns da zurückhalten sollten. Aber letzter Punkt. Wir sollten auch nicht das Spiel, das ich gerne als schwarze Peterle-Spiel bezeichnen möchte, weitertreiben. Also ich habe das Gefühl, dass der 2017 SDGB eine Ausgeburt war des Mottos, das wollen wir nicht, in Deutschland jedenfalls nicht. Das war ja die besondere, sagen wir mal, Problematik, eine Art von St. Florians Prinzip. Also wenn ihr könnt euch ja alle in den Zug setzen und nach Zürich fahren. Aber in Deutschland gibt es solche unanständigen Dinge nicht. Ja, das hat auch etwas damit zu tun, die Verantwortung nicht übernehmen zu wollen. Und das Spiel, glaube ich, sollten wir nicht weiter spielen. Also es muss ein Szenario geben, ein Setting. Es muss natürlich auch eine gewisse Sicherheit geben, dass es auch diese eine Option in dem Portfolio insgesamt geben kann. Aber wir wollen als Gesellschaft natürlich keine leichten Ausgänge schaffen. Das will das Recht auch nicht. Ich würde gern die verbleibende Viertelstunde nutzen, wenn Sie damit einverstanden sind, diesen Aspekt der Lebensweltlichkeit, des lebensweltlichen Bezugs noch mal ein bisschen zu stärken. Das wogt hier unglaublich intensiv und sehr, sehr interessant hin und her zwischen den verschiedenen Fachperspektiven auch. Wenn man sich noch mal in eine ganz simple Fragestellung hineinbegibt, die sich einem Menschen in seiner Verwandtschaft gegen Ende des Lebens stellen würde, der sich so etwas wünscht. Ich nehme nochmal den Behelfsbegriff auf, den ich eingangs traktiert habe. Frau Bahr, Sie haben gleich gewisse Bedenken angemeldet. Herr Birnbacher hat ihn vorhin aber auch verwendet. Der sich so etwas wünscht, wie möglichst gut sterben zu können. Möglichst qualfrei vielleicht so einverstanden mit dem Leben und auch dem Sterben, wie es eben irgend geht. Was aus Ihrer Sicht, Sie alle vier gefragt, bräuchten wir, nachdem dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun da ist, aber auch mit Blick auf die kulturelle Tiefengrammatik dieser Gesellschaft, das war Ihr Wort vorhin, Frau Bahr, was bräuchten wir, um so etwas zu ermöglichen? Wenn wir versuchen, vielleicht in dieser Perspektive diese Diskussion noch mal ein bisschen zusammenzufassen, und den ganz konkreten Fragestellungen noch mal nahe zu bringen, die je Einzelne und der je Einzelne haben, Marc Eckhard Nagel. Na, ich glaube, Herr Birnbach hat es ja gerade gesagt, die Palliativmedizin ist eines der wesentlichen Entwicklungen, ich würde jetzt auch schon sagen, der letzten 20, 25 Jahre in Deutschland, die sich auch sehr gut entwickelt hat. Ich glaube, es gibt nirgends so viele Gründungen, neue Abteilungen deutschlandweit wie im Bereich der Palliativmedizin. Viele Krankenhäuser, die das vor 10 Jahren noch nicht hatten, haben es mittlerweile. Und es gibt auch dort eine extra im Sozialgesetzgebungsverfahren mögliche
extra Finanzierung. Also ich glaube, dieser Bereich ist erkannt worden. Die Hospizbewegung ist die Bewegung mit den meisten ehrenamtlichen Kräften überhaupt in Deutschland. Das heißt also, auch hier ist es in einer gesellschaftlichen Wahrnehmung in den letzten 20 Jahren sehr viel stärker möglich gewesen, tatsächlich Strukturen aufzubauen, auch Finanzierung zu organisieren, die es möglich macht, eben Menschen in der letzten Lebensphase zu begleiten. Und die Frage ist ja, auch das hat der Birnbacher gerade noch mal gesagt, die Palliativmedizin wünsche sich die Akzeptanz des Sterbenden. Und das ist ja vielleicht, wenn man vom guten Tod spricht, nochmal die Frage, wenn man an Elisabeth Kübler-Ross erinnert, der fünf Phasen sozusagen des Sterbens, in der natürlich die Negierung, in der der Zorn, in der sozusagen die Einsamkeit und Depression vorkommen, aber die endet mit der Akzeptanz. Und wenn Medizin versuchen kann, ärztliche Sterbebegleitung tatsächlich zu realisieren, dann ist es doch der Versuch, zumindest Menschen zu befähigen, das mag nicht immer gelingen, aber jedenfalls als Zielsetzung, in diese Akzeptanz mit dem eigenen Tod zu kommen. Der Begriff ärztliche Sterbebegleitung, auch nochmal im Hinblick auf die Professionalität, stammt aus Hannover. Er stammt von einer Leitlinie von Rudolf Pichelmeier 1996. Und es gab damals einen juristischen Staatssekretär, Professor Schreiber, der in Göttingen sozusagen allbekannt war, der gesagt hat, was ist denn das für ein komischer Begriff? Das ist ein Blödsinn. Habe ich noch nie gehört. Ärztliche Sterbebegleitung gibt's doch überhaupt nicht. So, also vor 25 Jahren war das tatsächlich so eine Situation, wo man mit diesem Begriff gar nichts anzufangen wusste. Das heißt also, wenn wir von kultureller Veränderung sprechen, dann müssen wir wahrnehmen, dass es hier eine ganz schnelle und zügige Veränderung gibt, die wir irgendwie nochmal nachvollziehen müssen als Gesellschaft. Und insofern glaube ich, dass diese Entwicklung innerhalb der Medizin sehr stark machen, dass das Sterben als Teil des Lebens auch in der Medizin angekommen ist, aber eben mit einer klaren Grenze. Und ich glaube, diese klare Grenze hilft der Orientierung und hilft es letztendlich eben auch für Menschen, sich in dieser verändernden Welt auch zurechtzufinden. Petra Bahr, Sie haben vorhin vom Mainstream gesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass vielleicht bestimmte Modelle ein bisschen in die Defensive geraten sind. Das sind nun meine Worte. Mit Blick auf das, was ein guter Tod sein könnte, ein akzeptiertes Sterben, wäre denn aus Ihrer Sicht auch wünschenswert, dass die Diskussion ein bisschen wieder in andere Geleitbahnen geriete, dass Aspekte stärker gemacht würden, die vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten sind? Ich habe das vorhin bei Ihnen ein wenig durchzuhören geglaubt. Ja, in der Tat. Also meine Profession ist auch die der Retardierung, wenn es um schnelle Lösungen geht, vermeintlich schnelle Lösungen. Und was ich an der Palliativbegleitung, nicht nur der medizinischen Begleitung, gerade in Deutschland so faszinierend finde, ist, dass sie weltanschaulich plural ist. Also dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Motiven, nicht nur aus christlichen oder humanistischen Ausbildungen machen, um Menschen im Leben zu begleiten. Und das andere Faszinierende an der Palliativmedizin ist ja, dass Menschen zum Sterben in ein Hospiz gehen und lebend dann möglicherweise auch wieder woanders hingehen. Das ist ja das Faszinierende an dem Zulassen dieser Sterbeorte. Und meine Erfahrung ist übrigens nicht, dass man da nicht wütend oder aggressiv sein darf, als würde das alles so im Dämmerlicht von leiser Hafenmusik und Teestubenatmosphäre passieren, sondern was ich gerade mag daran ist, dass die Wut einen Raum hat, übrigens auch die Wut der Angehörigen. Und dass dieses zugelassen und begleitet wird auf idealerweise je individuelle Weise. Und das ist vielleicht ein noch höheres Gut, als selbstbestimmt zu sein, dass man auf die eigene Weise sterben darf, nicht nur, weil man kognitiv etwas bestimmt hat, sondern weil man etwas zum Ausdruck bringt. Und das empfinde ich als die große Herausforderung in einer Zeit, wo die Großfamilie da in der Regel jedenfalls mittlerweile ausfällt. Das muss man einfach ganz nüchtern anerkennen. Und wir aber auf den Grad des einsamen Sterbens im Grunde gesamtgesellschaftlich noch keine Antwort gefunden haben, obwohl es so viele großartige Hospize gibt. Dieter Birnbacher. Ja, die Diskussion um Sterbehilfe, assistierten Suizid hat eigentlich etwas die Debatte um das Sterben in den Hintergrund rücken lassen, aber auch in der Schweiz sind es ja knapp 1% der Sterbefälle, die durch Suizidhilfe sterben. Also die
99% übrigen, die sollten uns natürlich auch interessieren. Und da sehe ich tatsächlich große Herausforderungen, vor allen Dingen durch die Vereinzelung vieler Hochbetagter, die keine Freunde haben, die keine Familie haben, die tatsächlich nicht wissen, wie sie mit ihrem Lebensende umgehen sollen. Und da fehlt es mir auch an einer, sagen wir, Institutionalisierung, einer zunächst einmal Beratung darüber, welche Optionen sie überhaupt haben. Das sind ja manchmal Leute, die gehen auch nicht mehr zum Arzt. Die sind gewissermaßen ganz auf sich fixiert und verweigern sich einer Kommunikation, weil sie schon entwöhnt sind. Und das ist sehr problematisch. Und die Menge dieser Menschen, die als Singles in Großstädten vor allen Dingen leben, um die müssen wir uns Sorgen machen. Denn da entstehen oft nicht berechtigte Suizidwünsche aus einer verzweifelten Situation heraus, dass überhaupt keine sinnhafte Kommunikation, keine Anregung, keine Sinnprojektion mehr möglich sind. Aber die Auffassung darüber, was ein gutes Sterben ist, sind bemerkenswert übereinstimmend, wenn Sie die Menschen fragen. Es gibt ja weltweit Umfragen dazu, wie Menschen sterben möchten. Und da kommen Vokabeln vor wie friedlich, natürlich schmerzfrei, gut begleitet, nicht? Also keineswegs allein, sondern im Austausch mit anderen, aber auch so gewissermaßen allmählich vorauswissend, dass gewissermaßen Abschied genommen werden kann, dass Konten bereinigt werden können, dass wesentliche Anliegen, die das Leben bestimmt haben, noch einmal zur Sprache kommen werden. Denn gerade auf dem Sterbebett werden ja viele Beziehungen revidiert. Kommt es zu Versöhnungen, nicht? Kommt es aber natürlich auch zur Bewusstwerdung, das, was eigentlich das Tragende für einen selbst ist. Das sind existenziell ganz wesentliche Momente. Und deshalb kommt es meines Erachtens darauf an, auch eine gewisse, wenn ich das mal so sagen darf, Sterbekultur aufzubauen. Also eine Ars Moriendi, wie das im Mittelalter einmal hieß, unter religiösen Prämissen. Aber auch unter nicht religiösen Prämissen kann man so etwas lernen. Und zwar auch, indem man sich darauf im Kreise seiner Nahestehenden vorbereitet. Und an der Kommunikation in den Familien über das unausweichliche Sterben fehlt es zwar etwas weniger als in der vergangenen Generation, aber fehlt es immer noch ganz eklatant. Das heißt, es müsste wahrscheinlich so etwas wie eine gesellschaftliche Enttabuisierungsarbeit gemeinschaftlich geleistet werden. Auch wenn der Weg begonnen ist, man ist noch nicht so sehr weit, Petra Bahr, wären da nicht die Kirchen nochmal ganz besonders gefordert? Ja, das sind die Kirchen in der Tat. Sie müssen möglicherweise deutlicher als lange auch wieder Orte werden, wo man das über das Sterben sprechen einüben kann oder möglicherweise auch mit den überlieferten Worten einüben kann. Und das sind sie deswegen auch zu wenig, weil viele das ja gar nicht als ihren Raum begreifen, wo man solche Fragen stellen kann. Aber auch selbstkritisch gesagt, wo möglicherweise gar nicht erwartet wird, dass man zum Beispiel über seine Wut und seine Verzweiflung überhaupt sprechen darf, weil man immer schon als vermeintlich vorher Getröstete so einen Kirchraum betreten muss. Aber da kann ich dann nur zu einladen, denn wenn man sich die Sterbegeschichten schon der biblischen Figuren anguckt, dann geht es da sehr lebensweltlich zu. Da geht es um den Protest, um die Wut, um die Kränkung, um die Einsamkeit und übrigens auch schon um sehr viel artikulierte Sterbewünsche. Und diese Tradition für sich zu entdecken, das kann man im Sinne der christlichen Tradition machen, das kann man auch kulturell machen. Es gibt übrigens fantastische Fernsehserien, die genau diese Kunst des Sterbens medial einüben, die in vielen Beziehungen gar nicht sprechbar ist. Also ich spreche mit vielen Menschen, die mir sagen, sie wissen nicht, was der Ehepartner für ein Testament gemacht hat. Und das sind Menschen, die oft 30, 40 Jahre miteinander verheiratet, die nie mit ihren Kindern darüber gesprochen haben, was eigentlich während dieser Phase des Sterbenmüssens passieren soll, sondern die ganz verschämt allerhöchstens noch darüber reden, was mit dem Reihenhaus passiert, aber eben nicht diese existenziellen Fragen vorher besprechen. Und die Pandemie ist nebenbei übrigens so ein Ort geworden, wo Familien und wo Paare anfangen, über so etwas zu sprechen. Das höre ich immer mehr. Und das ist, wenn man so will, nicht nur der Brandbeschleuniger, sondern auch die Besinnung auf existenzielle Fragen. Worum geht's im Leben und im Sterben?
was sicherlich auch mit dem traurigen Umstand zu tun hat, dass viele dazu gezwungen waren und vielleicht in Zukunft noch einmal sein werden, sehr alleine zu sterben, die sich das ganz anders gewünscht hätten. Eckhard Nagel, Sie haben vorhin gesagt, im Sinne des Hippokrates, wenn der Tod kommt, dann wendet der Arzt sich ab, gewissermaßen. Wäre nicht trotzdem Ihr Beruf, wären die Ärztinnen und die Ärzte nicht auch aufgefordert, das Ihre, auch Ihr Wissen hinzuzugeben, wenn es darum geht, einen weniger tabuisierten gesellschaftlichen Umgang mit dem Sterben, mit dem Tod hinzubekommen, dieses Thema ein wenig zugänglicher zu machen, Aufklärungsarbeit vielleicht auch zu leisten? Oder ist das nur ein Vorurteil, dass beispielsweise der Klinikalltag den Tod auf eine ganz spezielle Weise auszulagern weiß? Das ist, gelingt ja nicht, wenn man sich anschaut, wir haben am Anfang davon gesprochen, was wünschen sich die Menschen, wo möchten sie gerne sterben, dann ist ja in allen Umfragen immer ganz deutlich, auch der Ort wird bestimmt, nämlich man möchte zu Hause sterben. Weit über die Hälfte aller Menschen, die gefragt werden, möchten gerne zu Hause schreiben, die Realität, sterben. Die Realität ist eine andere. Über 30% sterben in Kliniken. Also insofern im Klinikalltag ist der Tod natürlich präsent. Präsent. Genau. Und zugleich trotzdem merkwürdig tun wir uns damit schwer. Genau, es ist gar keine Frage. Auch hier ist zum Beispiel die Einrichtung von Abschiedsräumen erst in den letzten 2 Jahrzehnten überhaupt ein Thema geworden. Und es gibt immer noch viele Krankenhäuser, die das nicht wirklich realisiert haben, um eben auch entsprechend der ganzen Situation einen adäquaten Raum zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also insofern ist das richtig so. Im Hinblick nochmal auf die Fachkenntnis muss man auch leider konstatieren, wir bringen den jungen Studierenden nicht bei, wie man tötet, in Anführungsstrichen. Das ist kein Gegenstand einer normalen medizinischen Ausbildung. Vielleicht bewusst, habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Wir reformieren gerade die Approbationsordnung und den Gegenstandskatalog. Und in allen Gruppen ist das kein Thema gewesen. Also insofern haben wir auch keine Fachexpertise. Und gleichzeitig, deswegen habe ich darauf hingewiesen, 1996, also noch relativ kurzfristig, haben wir eben die ärztliche Sterbebegleitung integriert. Und mit der Palliativmedizin und sozusagen auch der ärztlichen Begleitung im Hospiz ist mittlerweile das Teil der ärztlichen Identität. Auch das Sterben, deswegen habe ich es gesagt, als Teil des Lebens, ist ein Teil der ärztlichen Identität, aber nicht die aktive Handlung. Gunnar Duttke, was ist denn von der Politik mit Blick auf einen guten Rechtsrahmen auf Grundlage des Bundesverfassungsgerichtsurteils jetzt zu erwarten? Denn der Eindruck ist ja, so richtig passiert ist da bisher womöglich nichts. Ich liebe diese Fragen, die einen dazu ermächtigen, gleichsam wie Nostradamus jetzt die Zukunft vorherzusagen. Vor allem am Ende einer Veranstaltung sind die sehr beliebt, insbesondere bei Ihrer Berufsgruppe. Ja, das hängt damit zusammen, dass wir große Sympathie für Menschen mit prophetischer Befähigung hegen. Deswegen habe ich ja Ihnen, Herr Duttke, auch diese Frage zugespielt. Das ist sozusagen eine Zuschreibung, die leider in aller Regel nicht erfüllbar ist. Deswegen. Wir wissen es doch auch. Ich würde Folgendes sagen. Aber Sie können sich doch was wünschen. Sie haben ja gesagt, was nicht Aufgabe von Recht sein kann, was nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts sein kann im Laufe des Abends. Vielleicht mögen Sie ja positiv formulieren, was jetzt Aufgabe der Politik mit Blick auf das Recht sein könnte. Sie nehmen mir meine Strategie, auf Ihre Frage sinnhaft zu antworten, jetzt vorweg. Ja, in der Tat. Im Augenblick, vielleicht das kann man wirklich sagen, im Augenblick belegt ja sozusagen das Bundesgesundheitsministerium, wie überhaupt darauf zu reagieren. Es wurden Stellungnahmen eingesammelt, es gab auch eine ganze Menge an unerbetenen Stellungnahmen. Insgesamt sollen es angeblich über 50 sein. Eingeladene Organisationen, Einzelpersonen und eben auch einige andere, die sich artikuliert haben. Ich muss ehrlich zugestehen, als nicht eingeladen habe ich mich auch artikuliert und auch etwas dem Ministerium zugeschickt. Also, und darüber brütet man im Augenblick. Also die Sprachregelung lautet, wir werten das immer noch aus. Aber die Sache ist auch eben vertrackt und komplex. Wie soll ein Rechtsrahmen aussehen, an den sich so große Erwartungen richten, dass sie vorhersehbar eigentlich gar nicht eingelöst werden können? Er soll erstens einen rechtssicheren Weg schaffen, der aber zweitens keine Anreizwirkung haben soll. Denn es sollen ja sozusagen nur die hartnäckig sich den Angeboten der Palliativmedizin nicht näher wollenden und trotzdem eben selbstbestimmt entscheiden dürfen, denn Personen sollen sich ja auf diesen Weg begeben dürfen. Es soll etwas sein, was
letztlich von Experten, die in dem Zusammenhang eine Expertise einbringen können, getragen sein soll. Wobei die Problematik ja darin besteht, dass keiner sich aufdrängt, insbesondere die Ärzteschaft nicht. Es soll andererseits aber etwas sein, was nicht nur eine Art von Pflichtübung sein soll. Also nicht eine Art nur so von pflichtschuldigem Durchlaufen eines Szenarios in Gottes Namen, dann soll es vielleicht noch irgendwann ein Ethikvotum geben, wenn es ganz, ganz schlimm kommt. Aber das ist dann sozusagen einfach noch das Abwarten von Zeit und Durchlaufen von pflichtschuldigsten Beratungsübungen, bis man dann absehbar das Ergebnis bekommt. Das alles soll es ja nicht ermöglichen. Und da sehen Sie, dass das Recht im Grunde genommen schon seit alters her, wir waren ja schon bei Hippokrates und bei Seneca, und für das Recht ist das eben auch schon seit alters her bekannt, es werden überzogene Erwartungen an das Recht gerichtet. Ja, im Grunde genommen geht es aber nicht darum, dass durch das Recht jetzt alles heile gemacht werden kann. Das ist völlig utopisch. Das Recht kann nur einen äußeren, ich sagte es am Anfang schon, einen äußeren Ordnungsrahmen schaffen und das, was der Gesellschaft zu brisant ist, verbieten. Ja, da ist es aus meiner Sicht noch nicht klar, wie man mit Organisationen umgeht. Das kommt darauf an, welche Haltung man entwickelt in der Politik. Wenn ich jetzt mal an die Ex-International oder Exit in der Schweiz denke, wir hatten mal einige Repräsentanten häufiger schon eingeladen, da ist mir bis zum Ende nicht klar geworden, nach welchen Kriterien eigentlich Ja oder Nein gesagt wird am Ende. Und wer eigentlich professionell die Freiverantwortlichkeit da evaluiert. Wenn Sie da, ich übertreibe mal etwas, mit einem, ich habe nichts gegen Sozialpädagogen, mit einem sozialpädagogisch ausgebildeten Menschen zu tun haben, der dann im Grunde locker sagt, na ja, das war irgendwie, das schien mir einleuchtend und das schien mir nicht einleuchtend, aus seinem ja für außen nicht transparenten Fundus von irgendwas, dann ist das etwas, was gesamtgesellschaftlich, finde ich, nicht tragfähig ist. Dafür sind wir dann nicht nur eine liberale, eine freiheitsorientierte Gesellschaft, sondern wir verstehen uns auch nach unserer Verfassung, auch wenn das in dem Urteil insofern zu kurz gekommen ist, dann doch auch als eine Gesellschaft, in der wir auch so etwas wie Solidarität für etwas, sagen wir mal, essentiell Wichtiges halten. Nicht im Sinne von, dass andere Menschen dann gezwungen werden zu etwas, aber dass wir Angebote machen. Ja? Und darum muss es letztlich gehen. Also es ist völlig unklar, wie ein Rahmen ausschaut. Das, was bisher aus meiner Zunft vorgeschlagen wird, halte ich für zu primitiv, ehrlich gesagt, für zu simpel. Ein Ethikvotum, das nach dem Vorbild, ein Ethikvotum und dann halt eine Beratung und eine Bedenkzeit. Und da changiert dann von 3 Tage bis 1 Monat. Das sind alles willkürliche Kennziffern. Aber klar ist, sollte uns allen klar sein, egal wie der Rechtsrahmen des Prozederes am Ende ausschaut. Entscheidend ist nicht so sehr, wie der Rechtsrahmen ausschaut, sondern entscheidend ist, wie er ausgefüllt wird. Das heißt, die Haltung, die wir letztlich entwickeln. Und wenn das Recht so sehr, sagen wir mal, immer ja, hilferufend in Anspruch genommen wird, dann heißt das, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft offensichtlich ein massives Vertrauensproblem haben. Dass Menschen, zu viele Menschen, kein Vertrauen haben. Sozusagen die Behandlung in den Kliniken bis zum Ende, die 30%, die schon erwähnt worden sind, oder aber die Behandlung in der Palliativmedizin. Und das ist etwas, was wir nicht mit den Mitteln des Rechts, sondern nur auf ganz andere Weise, Kommunikation, Aufklärung, solche schöne Veranstaltungen wie heute Abend und so weiter, ein Stück weit verändern können. Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort, weil Sie von dieser schönen Veranstaltung gesprochen haben, die ohnehin schon ein bisschen länger gedauert hat, als Sie das gewohnt sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Petra Bahr, Gunnar Duttke, Dieter Birnbacher, Eckhard Nagel. Toll, dass Sie da waren unter den Bedingungen, die es im Moment gibt. Toll, dass Sie alle da waren. Danke für Ihr Interesse. Und wenn Sie wiederkommen mögen, dann tun Sie das. Jedenfalls planen wir, dass das möglich sein mag. Wir hoffen es. Am 17. Dezember, da werden dann verschiedene Professionen innerhalb der Wissenschaften versuchen, eine erste Bilanz zu ziehen. Was hat eigentlich diese Corona-Krise mit uns allen angestellt? Ich danke Ihnen ganz herzlich. Haben Sie einen guten Heimweg, nachdenklichen Heimweg vielleicht auch, und schlafen Sie gut. Tschüss.
NDR Kultur Sonntagsstudio. Ulrich Kühn sprach mit seinen Gästen über das Thema »Wenn das Leben Schmerz ist – Gedanken über selbstbestimmtes Sterben«. Das war eine Veranstaltung am 8. Oktober im Schloss Herrenhausen in Hannover. Am Sonntag in einer Woche fällt das Sonntagsstudio ausnahmsweise aus und aus gutem Grund. Wir bringen dann ab 19 Uhr das Jubiläumskonzert, 75 Jahre NDR Elbphilharmonieorchester. So wird das Sonntagsstudio zum Montagsstudio. Am Montag, dem 2. November, senden wir den Hörsalon im Bucerius Kunstforum zum Thema »Die USA vor der Wahl« mit Daniel Kehlmann und Susan Nyman. Am Montag, dem 2. November um 18.30 Uhr auf NDR Kultur.